doch schon letzten Monat hier auf dem Friedhof. Da ist was. Alter, da gehen wir nicht rein. Keiner drin. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu dem zweiten Video des Monats des Grauens 2023 unter dem Motto Gammelfleisch, das heißt Zombies, 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 gell? Und ihr habt es ja, wie ich immer sage, dem Thumbnail und dem Titel schon entnommen. Der nächste Zombie-Movie, um den es heute geht, heißt Dance of the Dead, eine Zombie-Horror-Komödie aus dem Jahre 2008 von Regisseur Greg Bischoff, gell? Und ihr kennt mich, ich mache nicht lang rum. Ich zeige euch zuerst das Produkt als solches und dann gibt es meine Meinung und Kritik dazu. Es ist eine Steelcase, Steelbook, Steelcase, gell? Wirklich schön gemacht und bitteschön. Hier habt ihr zuerst die Vorderseite, freigegeben ab 18 Jahre, gell? Splendid Film. Ja, hier habt ihr die Vorderseite soweit. So sieht die Rückseite aus. Hier habt ihr den Rücken, den Spine. Und so sieht die DVD als solche aus. Jawohl, soweit das Produkt als solches. Und jetzt ein paar Worte, worum geht es in Dance of the Dead, ohne dass zu viel gespoilert ist und es sich für euch natürlich auch noch lohnt, den Film selbst anzuschauen. Gut, okay. In dem kleinen Städtchen Costa, das liegt im oder auf dem amerikanischen Bundesstaat Hawaii, gell? In diesem kleinen Städtchen hat die örtliche Highschool Abschlussball, gell? Jawohl. Und dumm ist aber nur, ja, und dann haben wir eigentlich, mehr gibt es dann auch nicht zu sagen, dumm ist eigentlich nur das, das örtliche Atomkraftwerk Abgase ausstößt, ja, die die Toten wieder zum Leben erwecken. Und so kommt es eben an der Nacht, an der der Abschlussball stattfinden soll, kommt es dann zu einer Zombie-Apokalypse, zu einer Zombie-Plage. Gell? Woraufhin sich eben eine Gruppe von Schulabsolventen dran macht, die Zombies zu bekämpfen und die Zombies zu jagen, denn schnell wird klar, die Zombie-Brut möchte zum Abschlussball, ja, und möchte dort über die ahnungslosen Jugendlichen herfallen, gell? Das kann man alles sagen, ohne dass so viel gespoilert ist, denn mehr gibt die Handlung sonst nicht her, gell? Ich muss es echt kurz machen. Aber nochmal kurz zusammengefasst, das kleine Städtchen Costa, Hawaii, hat ein Atomkraftwerk, das stößt Dämpfe aus, die die Toten wieder zum Leben erwecken. Am selben Abend ausgerechnet, wo die örtliche Highschool ihren Abschlussball hat, gell? Woraufhin halt eben eine Gruppe Jugendliche diese Zombies bekämpft und die Plage eindämmen möchte. Das kann man alles sagen, gell? Mehr gibt die Story in diesem Film auch nicht her, muss ich ehrlich sagen, gell? Gut, bevor wir zu meiner Meinung und Kritik kommen, hier erst einmal ein paar Warnungen in Anführungszeichen. Hier der Spruch, einer der besten Horrorkomödien aller Zeiten. Das ist natürlich Ansichtssache, aber das ist ziemlich unverfroren, das so zu behaupten. Gell? Oder hinten haben wir Sprüche wie das Festival-Highlight 2008, eine Zombie-Horror-Comedy, die das Beste aus George Romeros Schockern und John Hughes' Komödien vereint. Oder auch
American Pie meets Dawn of the Dead. Ja? Also das sind alles Superlativen. Das ist, ich finde das wirklich ungeheuerlich. Gell? Ihr dürft, wenn ihr den Film findet, darauf nicht reinfallen. Gell? Und ihr ahnt es schon, meine Kritik wird nicht sehr positiv ausfallen. Ja? Also hier wird mit Superlativen um sich geschmissen auf dieser Steelbox oder Steelbook. Gell? Einer der besten Horrorkomödien aller Zeiten. Gut, das ist Geschmackssache. Ja? Aber hier, das hier mit George A. Romero zu vergleichen oder mit John Hughes Komödien und das in einem Mix, also das ist ein harter Tobak, ein starkes Stück. Ja? Und ihr merkt es schon, wenn ich das so erwähne, die Kritik wird nicht sehr gut ausfallen. Gell? Gut, ja, kommen wir auch schon zu meiner Kritik, denn mehr gibt es in diesem Film nicht zu sagen. Ich habe euch die Story erklärt, angerissen und viel mehr als das könnt ihr auch in dem Film nicht erwarten. Positiv zu sagen ist, er hat ein angenehmes Pacing, es geht von vorne bis hinten, haben wir eigentlich nur Zombie-Action, aber die Qualität der Zombies, ja, die ist, ich sage mal, sehr, sehr mittelmäßig, gell? Es gibt genug andere Zombie-Filme, wo die Masken und das alles drumherum richtig toll aussieht, auch richtig ekelhaft aussieht. Hier positiv, hier kommen die Toten wieder aus der Erde. Ja, das sind also waschechte Zombies, das sind keine Infizierten, wie bei Shaun of the Dead. Das sind echte Zombies aus der Erde. Nur dafür, dass sie aus der Erde kommen, sehen sie alle noch viel zu sehr, ja, frisch aus, möchte ich sagen. Ihr seht hier kaum so richtig schön verweste Gestalten, ja. Eigentlich nur eine einzige richtig im Detail, gell. Aber das Design der Zombies ist mittelmäßig. Also ich bin von dem Film, ihr merkt es, nicht sehr angetan. Die Superlativen, die mit denen hier geworben wird, das könnt ihr meiner Meinung nach alles vergessen. Das ist Augenwischerei, gell? Und Verkaufstaktik. Ganz ehrlich. Also die Untoten, die sehen echt nicht gut aus. Und auch überhaupt das Bild, ja, die ganze Zombie-Action, die findet ja immer nachts statt. Und das ist dermaßen schlecht beleuchtet, dass man die Zombies nie so richtig wirklich sieht. Und ich glaube auch wirklich, das ist Taktik, damit wir als Zuschauer nicht allzu schnell merken, dass das hier einfach nur ja ein Trash-Film ist, ein B-Film. Gell? Das muss ja nichts Schlechtes bedeuten, aber dieser Film war wirklich nicht ganz mein Geschmack. Er hat ein angenehmes Pacing von vorne bis hinten. Er hat junge, unverbrauchte Schauspielgesichter, bis auf den Typen, der den Coach spielt. Ich glaube, ja, vom Alter her ist er schon nicht mehr ganz so frisch, ist logisch, gell? Aber ich fand das alles viel zu trashig, viel zu schnell, ja? Die ganze Zombie-Action, die geht viel zu schnell vonstatten. Es ist alles im Dunkeln, sodass man die Zombies nie so wirklich richtig sieht, ja? Und wenn man sie mal sieht im Licht, ja, dann sieht das so aus, wie ich euch das jetzt gerade einblende. Also das ist höheres Karnevalniveau, ja, wenn ihr mich fragt, ja. Dann positiv zu vermerken ist, das Finale beim Abschlussball, das ist herrlich blutig, ja, da gibt es auch schönes Gesplättere, ja, also der Film ist deutlich brutaler als Shaun of the Dead, er ist zu Recht ab 18, wir haben hier Gesplättere, aber halt eben auf einem Trash-Niveau, auf einem B-Movie-Niveau, gell. Kann man nicht vergleichen mit anderen Zombie-Klassikern wie The Return of the Living Dead oder halt eben das Zeug von George A. Romero, gell? Also ich war von dem Film, muss ich ehrlich sagen, nicht so angetan. Er hat ein angenehmes Pacing, er ist nicht langweilig. Es ist von vorne bis hinten immer Action. Langweilig war er nicht, aber er war für mich eher, ist für mich eher ein Trash-Movie. Die ganze Zombie-Action ist viel zu schnell, meist viel zu sehr im Dunkeln, damit man eben nicht sieht, dass die Zombies hier zum großen Teil nur blass geschminkte Statisten sind, gell? Obwohl sie ja alle aus der Erde kommen, ja, und eigentlich dementsprechend auch verwest sein müssten.
Gell? Und es kann ja nicht sein, dass auf einem großen Friedhof alles nur Leichen rumliegen, die gerade mal eine Woche tot sind oder so. Gell? Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Aber beim Abschlussball, da gibt es dann schon richtig schönes Gesplättere. Und der Film hat auch tatsächlich ein, zwei witzige Ideen, die ich hier natürlich nicht spoilern möchte, weil das die einzigsten zwei witzigen Ideen sind. Gell? Also für mich ist Dance of the Dead ein völlig generischer, sofort schnell wieder zu vergessener, ja, Fun-Splatter-Zombie-Film. Ja? Er ist blutiger als Shaun of the Dead, brutaler, ja. Die Story hat ein schnelles Pacing, langweilig ist er nicht, aber für das, was hier alles so dran draufsteht, ist er viel zu schwach. Für mich also nur ein Trash-Film, ja. Also ein völlig generischer Zombie-Brei. Glaubt mir, wenn ihr den Film gesehen habt, nach 10 Minuten denkt ihr schon nicht mehr dran. Weil das habt ihr alles schon mal gesehen, alles auch schon mal besser gesehen. Ekelhaftere Zombies, besseres Gesplättere, nicht alles so komisch im Dunkeln gehalten. Und ihr habt es ja anhand meiner Bilder gesehen. Habt ihr da viel erkannt? Ich habe auch nicht viel erkannt. Und das sind keine Fotos, die ich mit meinem Handy vom Fernseher abfotografiert habe. Nein, das sind Screenshots, die ich also aus dem Internet habe. Gell? Ich habe den Film im Internet gefunden und habe dann Screenshots gemacht. Das heißt, die Bilder haben auch eine ordentliche Qualität, wenn man so möchte. Und ihr habt es ja gesehen, man sieht kaum etwas. Immer nur so viel zu sehr im Dunkeln und viel zu hektisch irgendwie, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Gell? Einfach schade, entweder hatte man am Set keinen ordentlichen Beleuchter oder man wollte so eben kaschieren, dass das Niveau der Zombies oder dass halt eben der Film an sich eigentlich nur Trash ist. Gell? Vergesst diese Superlativen, ich meine, das hier ist Geschmackssache, Ansichtssache, aber den Film jetzt zu vergleichen mit American Pie meets Dawn of the Dead, also mit George R. Romero oder hier mit Hughes, also das ist für mich eine sehr freche Werbung. Das ist ein Schläferz fast schon. Dieser Film könnte um 23 Uhr auch auf Schläferz laufen, auf Tele 5. Ist aber nur meine Meinung. Wenn ihr den Film spitze findet und klasse findet und das alles, die Werbung hierfür zutreffend findet, wunderbar, habe ich nichts dagegen. Reichen wir uns die Hand. Wir sind alle Filmfans. Das ist das, worauf es ankommt, gell? Aber nur für mich ist das hier einfach nur Trash, der aber schon auch ein paar witzige Ideen hat. Ein schnelles, angenehmes Tempo. Langweilig war er nicht. Wir haben hier auch eine tolle Nebenfigur. Die ist Hobby-Wrestler und der macht die Zombies mit Wrestling-Moves fertig. Also der Film hat schon lustige Einfälle und ist an vielen Stellen auch ordentlich blutig. Und bei dem Abschlussball haben wir dann auch so ein, zwei richtige brutale Splatter-Szenen. Alles toll gemacht. Ich honoriere natürlich auch die Arbeit dahinter, die Passion dahinter. Es ist mir klar, was der Regisseur hier schaffen wollte. Ja, einen Kultstreifen im Zombie-Genre, im Zombie-Komödien-Genre jetzt in dem Fall. Aber das hat bei mir nicht gezündet. Ich fand den nicht witzig, so wie er sein sollte. Die ganze Zombie-Action war viel zu hektisch und viel zu sehr im Dunkeln. Nicht immer, aber die meiste Zeit. Wir haben auch ein paar brutale Szenen am helllichten Tag oder bei gutem Licht. Das möchte ich ja nicht verschweigen. Aber die große Zombie-Action, der Abschlussball, das passiert alles so im Dunkeln der Nacht, gell? Dass man kaum etwas vernünftig erkennt. Und ihr habt es ja anhand der Bilder gesehen, die ich hier eingeblendet habe, die nachts spielen. Habt ihr da großartig etwas erkennen können? Also nur so ansatzweise, gell? Nur so, aber nicht gestochen scharf, gell? Und ich denke auch, das hat man mit Absicht so gemacht, um zu kaschieren, dass halt eben die Qualität der Zombies, dass das halt höheres Karnevalsniveau ist, ja? Möchte ich mal meinen, ja? Ist aber alles nur meine Meinung, gell? Meine lieben Freunde. Gut, kommen wir zu meiner Note. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video hier. Ja, für mich, wie gesagt, eine Enttäuschung. Hat mir nicht so zugesagt. Pluspunkte sind das Pacing. Und dass da immer Action ist. Langweilig war er nicht. Aber ich habe mehr
erwartet, ehrlich gesagt. Gut, jetzt sagt der eine oder andere, wie kann man denn bei so einem Titel und bei so einem Titelbild klar, etwas Besseres erwarten. Aber ich habe halt den Spruch hier gelesen und dachte mir, ja, mal gucken, gell, ob das stimmen könnte. Also, aber war bei mir nicht der Fall. Für mich war das eher ein durchschnittlicher Trash-Movie. Ihr glaubt mir, wenn ihr den gesehen habt, ihr habt den nach einer halben Stunde schon wieder vergessen. Ja, weil das habt ihr alles schon gesehen, alles aber auch schon besser. Gell? Ja, aber er hat ein paar witzige Einfälle, das möchte ich ja hier nicht verschweigen. Und er hatte ein angenehmes Pacing. Aber im Großen und Ganzen ist das für mich zu sehr Trash, zu sehr Mogelpackung so ein bisschen, was jetzt die Beleuchtung angeht, damit wir halt die Zombies nicht immer so richtig deutlich erkennen. Und wenn wir mal Zombies richtig deutlich sehen, ja, dann sind das so generische, blasse Gesichter mit weißen Augen. Hat man alles schon 1 Milliarde Mal gesehen. So richtig verweste Tote gibt es hier vielleicht nur 1 oder 2 und die sieht man wirklich nur ganz kurz mal. Ja, also schade, schade. Also für mich auf keinen Fall die beste Horrorkomödie aller Zeiten. Nee, auf gar keinen Fall. Für mich persönlich eine Enttäuschung. Und deswegen, weil der Film aber ein tolles Pacing hatte und trotzdem nicht langweilig war, ja, für mich aber trotzdem eine Enttäuschung im Endeffekt, ja, kriegt der Film von mir, ja, aber immerhin noch 5 von 10 Punkte. 5 von 10, ja, wie könnte man das als Schulnote ausdrücken? Eine 4 bis 5, so, ja, möchte ich mal sagen, gell? Ausreichend, vielleicht gerade noch so, wenn man halt eben das Hirn ausschalten möchte, sich dafür, wie lange ging er jetzt, steht es hier irgendwo, ja, 84 Minuten, wer sich für 84 Minuten berieseln lassen möchte, mit generischer, nicht sehr anspruchsvoller und auch nicht sehr gruseliger Zombie-Action, der wird hier bedient, gell? Aber für mich, in meinem Fall, war das einfach nur zu sehr Trash, zu sehr hastig produziert, gell? War einfach nicht meins, ja? Und deshalb 5 von 10 und da sind wir so bei 4 bis 5, gell? Würde ich mal so sagen, in dem Dreh rum, gell? Also, für mich war Dance of the Dead eine Enttäuschung. Wenn das für euch nicht der Fall gewesen sein sollte, die ihr den Film gesehen habt, wunderbar, klasse. Ich freue mich für euch, gell? Klasse. Also, Dance of the Dead, 5 von 10 Punkten, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Für Fans der Zombie-Filme ist das vielleicht vom Pacing her relativ unterhaltsam, aber nicht von der Produktionsqualität und allem anderen drumherum. Gell? Also, Dance of the Dead, für mich kein toller Film, kein sehr guter Film, trotz tollem Pacing und dass er trotzdem nicht langweilig war, aber im Großen und Ganzen einfach kein guter Film. Ja, Dance of the Dead, 5 von 10 Punkte. Gell? Jawohl, und das war meine Meinung und Kritik zu dem Film Dance of the Dead. Gell? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch für eine gewisse Zeit die Zeit vertreiben. Ja? Wenn dem so gewesen sein sollte, würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen und wir hören würden. Gell? Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.